So, hier nochmal ein kleines ergänzendes Video zu meinem 68er Plymouth GTX. Den haben wir gerade auf der Bühne. Von daher ideale Gelegenheit, mal drunter zu gucken. Ich denke, vom Zustand soweit in Ordnung. Also hier die 3 Zoll Auspuffanlage. Kommen wir ein bisschen vorne weiter zum Motor. Hier H-Pipe. Und hier fangen die spannenden Sachen an. Getriebeölwanne, hier haben wir die größere Millidon-Ölwanne, die da ist, und an diesem Auto ist der ganze Motor komplett neu gemacht worden. Insbesondere auf die Ölversorgung wurde großer Wert gelegt, weil er daran vorher mal gekrankt hat. Da sind wir komplett in die Vollen gegangen und haben dem Motor ein Trockensumpfschmierungssystem verpasst. Also man sieht hier oben im Rathaus, da sitzt der Tank, der Öltank, und hier sieht man dann auch die von dem Tank hier. Die Leitung, die vorne zur Ölwanne geht, ja, und den darf entsprechend versorgt. Hier oben kommt das Öl dann, oben geht das Öl rein, hier kommt das Öl wieder raus, läuft hier nochmal in die ganzen Ölkühlerkreisläufe rein. Und das gucken wir uns gleich nochmal von oben an, was man da alles machen kann. Und was den Wagen hier so auszeichnet. Im Moment arbeiten wir hier noch an der Bremse. Es wird auch am Fahrwerk noch einiges gemacht. Also da kommen noch Subframe-Connectors rein, Torqueboxes. Wir haben die Lenkung getauscht, das Lenkgetriebe. Das Original-Lenkgetriebe war doch sehr, sehr fluffig und hatte sehr viel Spiel. Und in dem Zusammenhang ist jetzt eine komplett neue Borgerson-Lenkung reingekommen. Und noch nicht ausprobieren können, aber nach allem, was ich weiß, sollten die sehr ordentlich sein. Hier nochmal kleine Visitenkarte von dem Shop, der diesen Wagen hier wirklich sehr gut neu lackiert hat. Jetzt sieht man hier den Motor. Das ist ein aufgebohrter 540 Kubik-Inch Big Block mit Indie-Heads und Rollernockenwelle und alles geschmiedet, alles vom Feinsten. Was wir jetzt hier oben sehen, ist ein großer Ölfilter. Das Öl, das aus dem Motor kommt, läuft hier.